So, dann steigen wir wieder ein. It's the quality of the rubber that makes a good match. Wie gesagt, ich muss gucken, wie lange das hier dauert mit Ausführen und so, weil ne? Das ist ja quasi für den Caligula-Kuh ja unverzichtbar, die Karte. Ich kann sie auch, wie gesagt, töten, aber ich will sie gar nicht töten, muss ich sagen. Ich will das schon so probieren, auf die schwierigere Art und Weise. Wir wollen uns das ja nicht zu einfach machen. Dann dauert es aber leider halt ein bisschen, ne? Naja, wir machen das schon irgendwie. Ich werde dann einfach gleich die, ja, irgendeine andere Mission machen. Wir fahren sie erstmal nach Hause und schauen mal. I'll call you when I'm free. Bye, gorgeous. Das Problem ist, oh lol, aber hier geht der Fortschritt um einige schneller. Problem ist natürlich, dass ich... Jetzt muss ich mal gucken, wo kann ich denn jetzt überhaupt hin? Wo kann ich denn jetzt Missionen machen? Ich hab... Na gut, das mit dem Geld... ja, da wird nichts passieren, ne? Ich habe momentan nur 2 Auftraggeber. Okay. Okay. Heißt also, wir werden uns jetzt mit dem liebreizenden Tenpenny treffen. Und ich klaue mal ein anderes Auto. Ich nehme jetzt das hier. Ach, halt die Backen. Raus hier. Schnauze. Und das Tau ist auch kaputt. Da. Mal schauen, was der gute Tenpenny will. Oh, fuck. Bremse ist woanders gewesen. Ich habe mich doch tatsächlich... Aber der Wagen sieht noch gut aus, ne? Der Wagen schaut noch ganz gut aus, dafür, dass ich gerade voll in so ein Auto reingerast bin. Ich hoffe überhaupt, ich komme da an. Ich weiß gar nicht, wo das ist, wo wir hin müssen. Ai. So. Eine Geistesstadt. Hört sich auf jeden Fall super geil und so an. Auf jeden Fall. So. Zack, jetzt sind wir erstmal hier auf dem Highway. Ah, ich fahre mir hier gerade aus. Ich denke, das ist ganz cool. Könnte ganz gut kommen, ey. Was ist denn hier los, ey? Hier weg da. Oh, scheiße. Nein. Das war ein Stunt. Der muss so sein. Dafür bekomme ich keine Punkte? Was ist da los? Was ist denn da los? So, hier ist es wohl nicht. Schade aber auch. Wäre sehr schön gewesen, dann wäre ich nämlich jetzt schon da. Lol. Auch das natürlich, natürlich gewollt. Muss euch ja auch ein bisschen was bieten, sonst ist das ja total langweilig und so, ne? Oh, wenn ich jetzt hier... Oh, warte mal, da ist das. Na, ich bin mir nicht so sicher, ob ich hier hochkomme mit der Karre. Ich glaub's irgendwie nicht so. Okay, ganz langsam komme ich hoch. Alter, komm, ich steig aus, lauf den Rest, weil irgendwie das ist. Das wird nichts. Das sehe ich gleich. Na dann, ich bin mal gespannt, was der gute Tenpenny hier von uns möchte. Vor allem, dass wir uns auch mal hier draußen irgendwo treffen, ja. Ein bisschen strange, naja. Hi, Noon. Waiting, Holmes. Nah, I was just chilling. I bet you were. At the dossier? Hand it over. Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Our boy's done good. No! You snitch piece of shit! You vato asshole! You sold us out! Time to dig, Carl. Huh. You take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No, Frank, relax.
good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life. Carl. Oh, ich glaube nicht, mein Freund. Wir werden uns noch früher wiedersehen. Deep enough for two. Eddie, Tenpenny just using you. He's using all of us. You're the next one he's gonna silence, man. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you. Fucking die! Okay. Lol. Ach, so ist doch mal scheiße, wenn die, keine Ahnung, Alter, wenn die hier alles Mögliche aushalten. So, jetzt steig mal in den Buggy ein. Jetzt müssen wir ihm erstmal hinterher. Wie soll ich den erledigen? Scheiße. Ja, genau. Hey, Eddie, you know Tenpenny gonna rub you out too. Carl, you got it all wrong, pal. Tenpenny was the one saving your ass. Every time I wanted to get rid of you, he'd find some excuse to keep you alive. Der kann ganz schön laut reden, muss ich mal sagen. Der schreit ganz schön laut, ne? Der Bursche. Ich muss irgendwie neben ihn kommen. Ich denke mal, ich muss das Auto einfach explodieren lassen. Man könnte fast sagen, nichts leichter als das, aber ich muss dafür erstmal neben ihn kommen. Ja, ich kann jetzt leider nicht lesen, was du da gerade sagst. Aber es macht ja nichts. Ich muss mich ein bisschen auf das Fahren konzentrieren. Ich weiß noch nicht, wo der langfährt. Das ist das Problem, ne? Mann, jetzt lass mich schon mal vorbei, Junge. Mann. Und dann muss ich erstmal einfach nur folgen und ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll? Also manche sind hier echt ein bisschen komisch. Oh, wo fährt der hin? Er hat mich verarscht. Ein dreckiger kleiner Bastard. Komm her. Dann fährt er einfach wieder zurück, ist der dumm? Mann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Verfolgungsjagd ist voll dumm. Vor allem, dass ich ihn nicht töten konnte, bevor er im Auto war. Nö, geht natürlich nicht, der ist... Ach, untötable gewesen. Ja? Lol. Lol? Mann, das ist doch scheiße, ey, wenn das Spiel auch noch gegen mich ist, ja? Hier verschwindet kurz der LKW und ist dann auf einmal wieder da. Genau, wenn ich natürlich da lang fahre. Schon klar. Mann, hör auf zu lenken. Fuck. Boah, warum hab ich so eine Kackkarre, weißt du? Warum fährt der jetzt komplett zurück? Ist der irgendwie hängen geblieben oder so? Ich hab mit dem, ey, ganz ehrlich, mit dem Buggy habe ich doch gar keine Schnitte gegen ihn. Ich komme auch nicht mal neben ihn, um ihn irgendwie anzuballern oder so. Kann natürlich hier runter. So, ein bisschen angeschossen habe ich ihn, aber... fuck. Ich habe irgendwie das Gefühl, das bringt nichts. Ich könnte mich irren, aber... Natürlich. Natürlich doch, ganz klar. Ganz ehrlich, der brennt nicht. Der wird nicht in die Luft gehen. Ich glaube, ich könnte den sogar mit einem Raketenwerfer treffen. Dann muss passieren, habe ich das Gefühl. Ja, klar. Willst du mich schon wieder verarschen? Jetzt geh weg da. Mann, ey. Komm schon. Lass dich doch einfach töten. Also normalerweise wäre... Ja, klar. Meine Güte. Krieg mal Spuls hier. So, ich krieg den nicht down, Alter. Kannst knicken. Wenn ich neben ihm stehe und schieße, interessiert das den Scheiß. Ja, genau.
Na klar. Also ich... Ja, genau. Ich bin gerade am überlegen, ob ich irgendwie auf dem Motorrad umsteige, weil ich glaube, das wäre besser. Muss ich einfach mal so sagen, ich glaube, das wäre durchaus besser. Weil dann kann ich mich auch nach vorne schießen, das geht jetzt hier nicht. Zumal ich auch ja, so gut wie nichts sehe gerade. Durch den Nebel. Ich meine ganz ehrlich, wie oft ich den schon getroffen habe eigentlich. Weißt du, aber das interessiert ihn einfach. Ey, der ist scheiße. Ich brauche ein anderes Bike. Okay, warte, 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 warte. Zack, 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 zack. Ja, halt die Fresse mit deinem komischen... So, ich fahre jetzt mit dem Motorrad hinter ihm her. Beziehungsweise... Lol, lol, was soll das denn? Bleib doch mal stehen, ey. Jetzt habt ihr eine Bremse am Auto. So, irgendwann vielleicht geht er kaputt. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Achso, ich töte andere Leute. Ja, das ist cool. Okay, er brennt, 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 er brennt. Er ist down. Not feeling so full of yourself now, huh? Yeah, well, them to the brakes, fuck. Any last request? Yeah. Can I fuck your sister? You an asshole to the end. Punk motherfucker. Bam. Oh yeah. Damit sind schon mal zwei Burschen erledigt. Kann ich das Auto jetzt eigentlich benutzen zum Fahren? Cool, ist zwar gerade explodiert, aber es ist wieder ganz. Nice one. Tja. Und damit bleibt nur noch 10. Nein, ich war's nicht, ich war's nicht, ich war's nicht, ich war's nicht. Damit bleibt nur noch Tenpenny alleine. Die anderen waren eh eher so die Mitläufer, muss man einfach mal sagen. Ja, das Wetter passt sich dessen an, was hier gerade passiert ist. So. Ich würde jetzt nochmal zurückfahren, speichern. Wir müssen ja irgendwie die Karte bekommen. Weil sonst ist es blöd, ja, mit dem... Ja, und ich will es halt so gut es geht vermeiden, jetzt ins Casino zu müssen, weil das ist immer blöd mit dem Schneiden. Weil ich muss ja den Originalton rausnehmen, so während man den hört, muss da was anderes drunter legen. Und so weiter und so fort. Ich sage euch, ich sage euch. So, was wir auch machen, guck mal, genau, was wir auch machen können, ist hier Turning Trick, Advanced Blabliblub. Was ist das? Ist das eine Flugschule oder nicht? Nö. Ja. Brauche ich aber nicht machen, ganz ehrlich. Ich kann ja... Oh, was? Okay. I do. Hello? You've hung yourself to dry, I know it. Rosenberg? Yeah, soon to be wearing concrete shoes in a shallow grave in the desert, Rosenberg? I'm surprised you remember. Look, I ain't forgot y'all, man. Just hang in there. Easy for you to say. This Salvatore guy might whack me at any moment. Gut, da ist wohl der Nächste, der so ein bisschen Stress hat, der gute Rosenberg. Nein, nee, nee, ist falsch. Noch muss ich, glaube ich, hier ein bisschen fahren, weil ich will erstmal... Ups, Verzeihung. Also ihm helfe ich auch gleich dann noch, aber erstmal, ne? Fahren wir mal zur Schnitte. Beziehungsweise... Nicht zur Schnitte. Hallo. Verrückt. Nicht zur Schnitte. Alter, was geht denn jetzt hier ab, ey? Also manchmal... Der hat's gerade voll direkt auf mich abgesehen, kann das sein? Verrückte, verrückte Typen hier. Unglaublich, unglaublich. So, ich werde jetzt mal hier speichern. Wo war mein Haus hier? Da. So, zack. LV? Warum stand da LV? Keine Ahnung. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Zack, ich werde mal hier gut speichern.
Und dann sehen wir uns gleich wie. So. Ja doch, passt schon. Wir brauchen jetzt auch eine Weile hin zu ihr. Deswegen passt das schon. So, unsere fleißigen kleinen Mechaniker, die hier in allen unseren Garagen wohnen, haben das Auto repariert. Sehr schön. Moment, Moment, was habe ich denn da eigentlich markiert? Das ist jetzt mal so eine Frage, sonst fahre ich ja voll falsch, ey. Ich muss nämlich dahin. Ist noch ein Stückchen. Ja, das schaffe ich auf jeden Fall nach 14 Uhr erst. Ich hoffe allerdings, ich schaffe es noch vor 18 Uhr, sonst ist er wieder weg. Das wäre dann auch blöd. Muss man mal schauen. Vor allem hier kriegt man relativ viel dazu. Also wenn man mal die anderen als Vergleich ranzieht, da dauert es viel, 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 viel länger. Und bei ihr geht schon, aber gut, das finde ich dann wieder okay, weißt du, man muss zwar machen, also man muss ja nicht, man kann, aber für diese Mission ist das wichtig, dass man es macht. Allerdings geht es auch wesentlich schneller als bei den normalen Freundinnen. Ne, fuck, hä? Hier bin ich ja falsch. Ein bisschen Country-Mucke, nö, kein Bock. La 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 la. So, jetzt ist 14 Uhr, jetzt müsste sie eigentlich da sein, ich hoffe es zumindest. Das wäre schon sehr nice. Moment. Kumbaya. Und auch Geronimo. Warte. So, zack, ich hoffe sie ist da, das Auto ist vielleicht noch nicht gespawnt. Ah, perfekt. Dauert voll lange, bis das Auto spawnt, ey. So, da kommt sie wieder. Hi, Baby. So, jetzt mal was. Lokal aus, der da vorne gefallen könnte, bringen sie. Bla, 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 bla. Okay. Ich würde jetzt mal sagen, Karte, wir gehen jetzt nicht wieder schnüde, einfach nur essen. Ja. Ich werde mal gucken, wie es hier barmäßig aussieht. Wenn dir die Gegend nicht gefällt, dann kann ich immer noch abhauen. Ja. Was? Das war ich nicht. Das war doch der, ne, Polizist. Da kann ich doch nichts für. Ist doch nicht mein Problem, wenn er mich anrempelt. Die Sau. So, wir fahren mal ein bisschen woanders lang. Mal schauen, was hier geht. Keep talking. So. Zack, zack. Mal gucken. Ich wäre hier zur Bar. Las Venturas Jewelry. Kurz hier rein. Fahren wir ein bisschen hier lang. Also einen Burgerschuppen wollte ich jetzt nicht. Hier ist die Bar. Perfekt. So. Mal gucken, ob ihr das gefällt. Oh yeah. Wunderschön. Wunderschön.